Stopp, stopp, jetzt. Hallo meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu No Junction, beziehungsweise keine Kopplung, Final Fantasy VIII mit mir, dem Chartox. Okay, jetzt habe ich es komplett verkackt, aber egal. Ihr wisst ja, worum es geht hier. Guti, ich würde sagen, da machen wir mal gepflegt weiter. Und zwar sind wir das letzte Mal hier stehen geblieben, als wir mit dem Chocobo irgendwie in dem anderen Wäldchen waren. Was haben wir denn da nochmal gemacht? Ja, guck. Gutes Gedächtnis habe ich. Ich weiß schon gar nicht mehr, was wir da drüben gemacht haben. Für irgendwas waren wir. Ach ja, für Morbelfühler waren wir drüben. Okay, alles klar. Weiß Bescheid. Hat sich erledigt. Habe ich denn auch die Morbelfühler? Erstmal moin zusammen. Hallo Kiri und hallo Via. Ich grüße euch beiden. So, fangen wir doch erstmal damit an. Das ist natürlich, ne? Mindestvoraussetzung. So, hatte ich jetzt die Morbelfühler benutzt für Mundgeruch? Ich glaube schon. Ich sehe es nicht mal. Mundgeruch, Morbelfühler. Habe ich gelernt. Okay, alles klar. Nevermind. Musste ich jetzt extra nochmal ausprobieren. Ja, komm, benutzen wir einfach mal Megapillen. Ich meine, was soll der Geiz? Ist ja eh egal. So, und wir gehen jetzt auch direkt straight Richtung Traber Garden. So. Ah, okay, der Eisenschneider kommt und macht den Gegner mal kurz den Gar aus. Nehmen wir. Wie geht's euch denn? Ich hoffe, gut soweit. Das sieht übel aus. Ah, nach einer schönen Final Fantasy 8 Session, wo ich jetzt Sachen vorlesen muss. Ich glaube, da wird mein Hals bestimmt gleich bestimmt frei. Selfie! Das Kopieren von der Disk ist beendet. Du kannst die Anwendung starten. Echt? Welches Spiel habe ich überhaupt drin? Ein Volltreffer? Ah, Detroit Become Human. Hä? Das Spiel habe ich drin? Okay, you're sure about that? Verdammte Scheiße. Die Waffe vergehen in Strafe sieht schon sehr gut aus. Das ist wirklich so, oder? Ich gehe jetzt rein. Sei vorsichtig. Ich bin immer noch gerade am, mit mir am, ihr zwei habt euch ja prima abgesprochen. Wer ist denn ihr zwei? Hä? Hab ich irgendwas verpasst? Jenny. Okay. Was soll ich sagen? Ich stehe auf. Ich mach mich fertig und fange an zu streamen. Da gucke ich nicht noch, ob irgendjemand live ist. Aber schöne Grüße. Squall. Habt ihr Selfie irgendwo gesehen? Wisst ihr, wo Selfie ist? Sie ist alleine reingegangen. Wir können sie nicht alleine lassen. Lasst uns hinterher. So, Renoir und Irvine stehen da einfach mal zu zweit hinten. Okay, sehr befremdlich. Dieses Bild sieht man eher selten. Zumindest ich sehe es sehr selten. Hi, danke, dass du Selfie immer hilfst. Irgendwas Positives sagen. Selfie braucht keine Hilfe, sie macht wirklich alles blendend. Wow! Was ist denn los? Das sieht ihm gar nicht ähnlich. Danke für die Blumen. Achso, womit ich immer noch am überlegen bin, ist, wie viel Sidequest-Content wir eigentlich von Final Fantasy VIII erledigen werden oder erledigen sollen. Das ist eine gute Frage, die ich mir gestellt habe. Ich weiß gar nicht, inwiefern bestimmte Dinge eigentlich möglich sind in der No Junction Challenge. Aber ich kann mir irgendwie vorstellen, durch Unsichtbarer Mond wird so ziemlich eigentlich jeder Boss möglich sein. Also, okay, das hat jetzt nicht direkt was mit Sidequests zu tun. Aber wenn ich jetzt von Sidequests rede, dann rede ich eigentlich von Superbossen. Wünsche dir ganz viel Spaß, hab auch gerade angemacht. Bis später. Alles klar, bis später. Ja, anders lässt sich das bei mir auch gerade gar nicht arrangieren mit dem Stream. Ich bin jetzt im Stream. Dann muss ich noch schnell an einem Video was rumschnippeln. Und dann muss ich aber auch schon los. Also deswegen, mein Zeitplan ist heute ganz schön eng. Dadurch, dass ich gestern erst so spät eingeschlafen bin, leider. Erst so gegen 4.
war einfach null müde. Also beziehungsweise doch, ich war müde um 2:30. Dann lege ich mich ins Bett und bin einfach voll wach. Ich hasse sowas. Hi, danke, dass du Selfie immer hilfst. Ja, warte mal. Moment. Ich mach doch nichts. Ach, hab ich? Naja, ist nun mal seine Art. Ach schön, jetzt können wir sogar beide Outcomes angucken. Ist er vielleicht deswegen so, weil er dich ganz toll mag? Genau, genau. Schwachsinn. Oh Mann, Squall, sei doch nicht so hard. Die Verletzten wurden mit dem Auto weggebracht. Ich? Nein, ich bin nicht verletzt. Ich bin nur krank. Ich bin so kaputt. Scheiße, der Tomberry-König. Ich werde gleich eine BGF beschwören. Ja, genau, den müssen wir auch noch machen. Und dann müssen wir Tomberry für klatschen. Aber ich glaube, das machen wir trotzdem alles später. Huch. Ich hätte gar nicht mehr auf dem Schirm, dass hier ein Speicherpunkt war an der Stelle. Interessant. So, jetzt werde ich die Lebensunterhaltungskosten ausrechnen. Ich muss echt aufpassen, weil unser Rechner defekt ist. Ich bin echt gespannt, wie Ifrit gerandomized wird in der Randomizer-Challenge von dir. Ja, ich bin auch sehr gespannt, muss ich tatsächlich sagen. Und ich finde das echt cool, dass ihr das genauso feiert wie ich. Und ich finde das auch cool, dass du das feierst, dass das Video gecuttet ist. Also, ich glaube, die meisten feiern das. Einer hat schon direkt untergeschrieben, bitte nicht so viele Cuts. Aber das hat sich, glaube ich, eher auf die, nicht auf meine, auf die Zooms an sich bezogen, sondern eher da, dass ich Sachen weggeschnitten habe. Aber ich habe mir echt gedacht, Leute, ihr guckt auf meinem Channel zum 6. Mal oder so, FF8, keine Ahnung, oder so. Und da habe ich gedacht, ich kann nicht ständig immer alles zeigen. Die ganze Story, das ist irgendwann mal langweilig. Und deswegen habe ich angefangen, jetzt einfach mal Sachen rauszuschnippeln. Und ja, ich hoffe, das ist in Ordnung halt so. Warte mal, bestimmt steht da etwas über einen geheimen Schatz. 5 Schritte nach Süden von der Gargoyle-Statue oder so. Ach so, das bezieht sich, glaube ich, auf irgendwas auf dem Friedhof da hinten drüben. Ich bin voll überrascht. Das Video, das habe ich gestern Abend um 20 Uhr, glaube ich, freigegeben und das hat mittlerweile 100 Aufrufe. Also das ist für mich sehr, sehr untypisch, aber feiere ich richtig hart. Glaub mir, ich werde es reparieren. Wir sind die 2 vom Reparaturdienst. Hä? Wer seid ihr? Wir sind vom Reparaturdienst des Traber Gardens. Wir haben für den Wiederaufbau verschiedene Arbeitsgruppen gegründet. Ah ja, okay. So, dann wollen wir uns mal geheime personelle Daten anschauen. Oder zumindest versuchen wir das. Hey, läuft das jetzt wieder? Wow, das sieht gut aus. Dünn und dick. Ja, dick und doof, wie auch immer. Achtung, Personaldaten. Ah, schon wieder. Hey, läuft das jetzt wieder? Wow, das sieht gut aus. Achtung, Personaldaten. Ich weiß nicht, ob ich Selfie dabei haben muss, damit sie vorbeikommt. Bin mir nicht ganz sicher. Ich weiß nicht genau, was die Bedingung ist. Ich glaube, wir müssen Selfie in der Party haben. Beziehungsweise, nee, eigentlich nicht, weil die kommt dann reingeratscht und meint so, nö, pff, aus. Was Selfie wohl für ein Geheimnis hat. Selfie, es tut mir wirklich leid. Was denn? Warum? Was tut dir leid? Ich konnte deinen Teddybär, den du mir geschenkt hast, nicht retten. Wie kannst du es wagen? Der Bär ist bestimmt traurig. Ach, mein Bärchen wird doch deswegen nicht weinen. Er ist ein tapferer Bär. Er ist glücklich darüber, dass euch nichts passiert ist. Hm? Ich höre seine Stimme. Er meint, er wird euch immer beschützen. Seht ihr? Er ist immer bei euch. Ihr dürft also nicht traurig sein. So. Ist das hier... Bin ich umzingelt oder was? Sorry, ich komme gleich. Wartet bitte am Sportplatz. Kann ich überhaupt an euch vorbeigehen? Was? That's ridiculous, Alter, Leute. Ich kann einfach nicht mal dran vorbeilaufen. Mach Platz! Ja gut, versprochen. Sag deinem Bärchen, dass ich nicht mehr traurig bin. Boah, Gott sei Dank, ey. Man muss sie nur anlabern. Und schon geht's los. Was passiert eigentlich, wenn ich den Screen verlasse und nochmal da reingehe? Geht das dann mit der Szene hier mit Selfie?
Wir tryen es einfach mal. Wir gucken einfach mal. Gucken wir mal. Vermutlich nicht. Nee. Irgendeine andere Bedingung gehört noch dazu. Der Typ, der vor allem, der so vor der Rakete steht. Er so, oh, wir müssen diese Rakete schnellstmöglich beseitigen. Ist zwar ein Blindgänger, aber was ist, wenn sie umfällt? Da könnte ganz böse Sachen passieren. Er macht so, ich weiß nicht, ob er das heißen soll, oh, ich halte jetzt einfach mal die Rakete und können wir uns abwechseln. Entschuldigung, hallo? Wir gehen zurück, sobald Selfie wieder hier ist. Hier sind keine Gegner, oder kommen sie noch? Wo ist die Hexe? Wir müssen sie schnell finden. Mir fehlt ein wenig die Männlichkeit, ich muss ja Selfie beschützen. Aber was? Aus welchem Grund sucht sie Elion? Flashback Time, oh ja. Elion kann Squall in die Vergangenheit bringen. Will die Hexe etwa auch zurück? Wo kommt die Hexe plötzlich her? Hat sie gelauert, bis eine günstige Gelegenheit kam? Oder hat sie wie ein normaler Mensch gelebt? Seitdem ich euch kennengelernt habe, denke ich über vieles nach. Aber eine Sache beschäftigt mich schon die ganze Zeit. So, wir werden auf jeden Fall das mit dem Basketball wieder nicht nailen. Einfach aus dem Grund, weil wir mit Irvine, glaube ich, gefühlt noch nicht einen einzigen Kill haben. Sorry, habt ihr lange warten müssen? Danke, dass ihr mir Zeit gelassen habt. Das wird schon alles gut. Danke. Ihr müsst mich mitnehmen, wenn wir gegen die Hexe kämpfen. Ich werde mich rächen, das werde ich ganz bestimmt. Warte. Müssen wir denn kämpfen? Gibt es keine Alternative? Eine Lösung, wobei niemand verletzt wird? Hey, jetzt ist es eh schon zu spät. Vielleicht weiß ein Wissenschaftler eine friedliche Lösung. Und was dann? Ich komme eigentlich auf diesen Satz. Ich glaube, vielleicht weiß ein Wissenschaftler eine Lösung, Alter. Boah, Junge, ja, fragen wir doch einen Wissenschaftler. Wir kennen... Wobei, ist das Foreshadowing in diesem Moment? Kann gut sein. Ich meine, irgendwie prinzipiell haben wir mit einem Wissenschaftler zu tun, der uns das ja irgendwie erklärt, wie das funktioniert. Aber ansonsten ist diese Aussage, finde ich, so random. Und dabei spielen wir nicht mal den Randomizer. Und was dann? Wenn es eine andere Lösung gäbe, hätte jemand sie schon umgesetzt. Aber niemand tut etwas. Die Leute reden und tun so, als würden sie nachdenken. Die Leute tun so, als würden sie nachdenken. Erinnert mich gerade an die Politik, Leute, zu Ostern. Oh, wir müssen nachdenken. Merkel so, wir müssen nachdenken. Armin Laschet so, ich muss nachdenken. Oh, was passiert? Gar nichts. Oh, das ist so geil. So geil. Ja, egal. Nevermind. Gerade solche Leute meckern nur herum. Nur sind sich aber zu schade, um etwas selbst zu tun. Was willst du überhaupt, Renoir? Was erwartest du denn von mir? Ich bin im Garten aufgewachsen. Ich bin ein Seed. Ist dir das eigentlich klar? Squall? Wenn du was zu sagen hast, sag's bitte laut. Du warst doch in der Widerstandsbewegung. Du hast gehandelt, anstatt nur zu meckern. Du hast mitgekämpft. Warum sagst du dann plötzlich sowas? Ich bin ängstlich geworden. Wenn ich mit euch zusammen bin, fühle ich mich manchmal, dass wir alle auf einer Wellenlänge sind. Aber wenn der Kampf beginnt, komme ich nicht mehr mit. Ich versuche euch einzuholen, aber ihr seid ganz weit weg. Wohin geht ihr? Lasst mich nicht allein. Dann frage ich mich, ob ihr mich noch hört, ob ihr mich noch akzeptiert. Ob ihr noch am Leben seid. Ob wir wieder zusammen sein können. Wenn ich daran denke... Ich kann nicht verstehen, Renoir. Vielleicht bleibt einer von uns auf der Strecke. Vielleicht geht jemand von uns, den du liebst. Es ist nicht einfach, in ständiger Angst zu leben. Und deswegen kämpfe ich. Als ich klein war, ich glaube 4 oder so... Lebte ich in einem Waisenhaus. Da waren wirklich viele Kinder, die alle keine Eltern hatten. Das war alles wegen des Krieges. Viele Kinder wurden zu Waisen.
Naja, auf jeden Fall war ich in einem Waisenhaus. Da war ein Mädchen, das mir besonders wichtig war. Irvi, lass uns spielen. Ich mochte sie und hatte mich darauf gefreut, von ihr angeredet zu werden. Was spielen wir denn, Sefi? Sefi. Wir spielen Krieg. Dieses Waisenhaus, ist es ein Haus aus Stein? Genau. Ein altes, steinernes Haus am Meer? Genau. Ich wusste sofort, als ich euch im Galbadia Garden sah. Warum hast du nichts gesagt? Genau warum? Irgendwie hattet ihr das vergessen. Es war mir peinlich, dass nur ich mich daran erinnerte. Die muntere Sefi und die stolze Quisti. Das ist ja verrückt. Weißt du noch von unserem Feuerwerk? Das war... Hierher! So, Skoll hat sich erstmal einen Heldentrank geschmissen. Wo bist du denn? Magst du mich nicht mehr? Es ist beschämt. Wieso sind die anderen Charakter eigentlich alle normal hier angezeigt und Skoll ist der Einzige, der so durchsichtig ist? Das ist eigentlich voll, hä? Sah es nicht so aus? Stimmt! Das Meer, der Leuchtturm. Das Feuerwerk. Hey! Kinder dürfen nicht mit Feuer spielen. Ich sag das Mama. Hasenfuß, geh doch zu Mama. Ich war doch auch da, richtig? Wir haben beide nachher Ärger bekommen. Was ist da mit meinen Eltern im Bellamp? Das Ehepaar Dinicht hat also Cell aufgenommen. Es war bestimmt so. Ich war hier. Aua, Mama, Mama, aua. Hasenfuß, Hasenfuß. Wer ist das? Hasenfuß. Cypher hat mich geschlagen. Oh. Cypher, er war mein Erzfeind. Er war also auch da. Na? Cypher, er war immer Cypher. Cell hat immer geheult und herumgeschrien. Irvine, ich kann mich an ihn nicht erinnern. Küstis mochte ich nicht so sehr. Delphi lief die ganze Zeit herum. Das sind ja nicht gerade irgendwie positive Attribute, die er den ganzen Kindern hier zuzollt. Cypher war auch da. Außer Rinoa waren alle da. Das bedeutet doch... Yep. Ich war auch da. Ich. El. Ich habe immer auf El gewartet. Ich bin allein. Ich werde mich bemühen. Ich schaffe es auch ohne dich. Ich werde alles alleine schaffen. Ich habe es nicht geschafft. El. El, Elion. Elion ist El. Sie war älter als wir und wurde von uns El genannt. Quistis, Cell, Selfi, Irvine, Cypher, Elion und ich? Ja, genau. Irgendwie waren wir alle in diesem Waisenhaus. Surprise, surprise. El ist also Elion? Sie kann uns zu Laguna führen, nicht wahr? Sie wollte die Vergangenheit verändern, ich weiß aber nicht warum. Es gibt nur einen einzigen Grund dafür. Sie ist einfach nicht glücklich. Wenn das so ist, müssen wir ihr helfen. Wir sind alle Kumpels aus diesem Heim und halten zusammen.
Du hattest es doch bis vorhin komplett vergessen. Tja, genau wie du, Selfie. Es war also Elyon. Wir mochten Elyon, aber Squall wollte sie immer für sich alleine haben. Dass du dich daran erinnerst. Eigenartig. Ich schätze, mich wollte niemand wegen meiner ganzen Art. Cypher ging es vermutlich genauso. Wir müssten seit dem 5. Lebensjahr im Garten gewesen sein. Aber noch nie hat jemand ein Wort über das Waisenhaus verloren. Ich habe mich nicht einmal daran gedacht, obwohl ich ihn täglich gesehen habe. Da stimmt doch was nicht. Da hast du absolut recht. Ich hatte nur wunderschöne Erlebnisse in Trabia. Es war so schön, dass ich meine Kindheit vergessen hatte. Aber bei euch stimmt wirklich was nicht. Ich kann mich noch erinnern. Nein, ich habe mich jetzt daran erinnert. Ich hatte Probleme mit meinen Stiefeltern und kam mit 10 in den Garten. Da habe ich Squall und Cypher wieder gesehen. Ihr habt euch andauernd gestritten. Ja, genau. Quizzes hat immer versucht, den Streit zu schlichten. Ganz genau. Cypher wollte stets im Mittelpunkt stehen, aber Squall hat ihn immer ignoriert. Es kam zu Streitigkeiten. Squall hat sich immer provozieren lassen. Ich habe ihm immer gesagt, dass er das nicht machen soll. Dann sagtest du, ich muss stark sein, damit Elk zurückkommt. Ich wollte immer so werden wie El. Aber es hat nicht geklappt. Genau, so war's. Ich musste immer an Squall denken, auch nachdem ich zum Ausbilder befördert wurde. Ich dachte, dass er meine große Liebe war. Als Ausbilder durfte ich das natürlich aber nicht zeigen. Jetzt begreife ich langsam. Es war so eine Art Geschwisterliebe. Es war also keine echte Liebe. Naja, ich hatte ihn eh aufgegeben, als Renu ans Spiel kam. Hey! Das gilt bestimmt auch für Cypher. Auch er kann sich wahrscheinlich nicht mehr erinnern. Aber er spürt jedes Mal ein Kribbeln, wenn er Squall sieht. Deswegen hat er es also auf Squall abgesehen. Wie kann man das alles vergessen? Wir kennen uns schon ewig und trotzdem, warum? Sah es nicht so aus? Die Nebenwirkung der GF, ja, vor allem, weil ich noch nicht mal eine gekoppelt habe. Nicht nur nicht geused, sondern nicht gekoppelt. Ha. Die GF verleihen uns Macht, aber die GF haben direkte Auswirkungen auf unsere Psyche. Und unsere Erinnerungen werden gefressen? Das ist doch Propaganda, die GF-Gegner in die Welt setzen. Heißt das, dass wir durch die GF unser Gedächtnis verlieren? Sowas lässt doch unser Direktor niemals zu. Und warum hattet ihr alles vergessen und ich nicht? Wie kann dann sowas passieren, ha? Huh? Ich hatte bis vor kurzem keine GF benutzt. Daher kann ich mich an das meiste erinnern. Du hast auch bis jetzt noch keine GF benutzt, Alter. Was ist mit Selfie? Sie hat doch in Bellum Garden zum ersten Mal eine GF gekoppelt. Vielleicht hätte sie sich ein anderes System ausdenken sollen. Das kommt nämlich echt super lame rüber. Weißt du, wenn die Kämpfe gemacht hätten, wo man GFs beschwören müsste, ja, dann wäre das irgendwie noch okay, wenn man das so als Plot-Twist nimmt, aber so ist er halt völlig unlogisch. Als Gegenleistung für die Macht verlieren wir unser Gedächtnis. Zerfallen unsere Erinnerungen? Werden die GF deswegen anderswo nicht eingeführt? Ich muss euch was gestehen. Als ich 12 war, hatte ich an einem Training teilgenommen und da habe ich ein Monster besiegt, das eine GF besaß. Ich habe sie schon damals benutzt, daher kenne ich das schon. Ja, aber als du in unsere Party kamst, hattest du keine neue. Irgendwas ist komisch. Ich kann mich nicht mehr an den Namen erinnern. Das Ganze ist also wegen der GF? Was machen wir jetzt? Nichts. Es ist doch alles in Ordnung. Nichts ist in Ordnung? Aha. Willst du jetzt ohne GF kämpfen? Wir brauchen die GF unbedingt. Ohne sie kommen wir nicht weiter. Das sagst du, mein Lieber. Auch wenn wir dafür etwas opfern müssen, werde ich sie weiterverwenden. Wie wäre es, wenn wir ein Tagebuch führen würden? Dann können wir uns an alle Geschehene erinnern. Ist das wirklich okay? Ah, das ist okay. Ich muss mich nicht mehr daran erinnern, dass Cypher mich ständig geärgert hat. Ich glaube, die Entwickler rechneten nicht damit, dass es Leute gibt, die No-Dungeon-Challenge machen. Ja, aber ey, man muss immer damit rechnen.
Es muss man doch immer damit rechnen, oder? Dass es immer die Leute gibt, die das machen. Und dass dann irgendwie die Story ein bisschen, ja, strange rüberkommt. Ich mache mir mal kurz in der Webcam ein bisschen dunkler. Ist jetzt ein bisschen spät zwar schon, aber hab gedacht, ich bin ja richtiger Strahlemann gerade wieder. Muss ja nicht sein. Außerdem brauche ich die Macht, um meine Eltern zu beschützen. Sie haben mich aufgenommen und erzogen. Könnt ihr euch an Mama erinnern? Sie trug immer schwarze Sachen. Mama, ihr schwarzes Kleid, es ist wie... Freundliches Gesicht, lange schwarze Haare, ich wollte so werden wie sie. Ja, sie ist wie... Mama ist wie... Wenn ich an ihr Gesicht denke... Ist wie... Nein, nein. Sie heißt Idea Kramer. Mama ist die Hexe Idea. Mama? Hexe Idea? Warum hat sie was? Warum hat sie Raketen abgeschossen und Kriege geführt hat? Das können wir jetzt nicht herausfinden. Da hat er recht. Hört mal bitte her. Ist das vielleicht der Grund, warum Irvine in CD1 tatsächlich nicht schießen wollte auf Idea? Dass er den Schuss nicht absetzen wollte? Oder hat er das bis dato selber nicht gecheckt? Weil er meinte ja in dem Dialog einfach nur, immer wenn es drauf ankommt, immer vorher auf cool tun und so. Deswegen klingt das für mich, als wäre das sehr allgemein bezogen. Also, ja gut, ich meine, ey, zu dem Zeitpunkt hätte der das dann einfach checken müssen, oder? Ja, oder der hat es einfach wegen der Aufmachung nicht erkannt, dass das Team oder ihr ist quasi. Naja, egal, was soll's. Hört mal bitte her. Den Garten und die Seeds hat sie sich doch ausgedacht, nicht wahr? Ich bin zwar kein Seed, aber so viel habe ich begriffen. Seeds kämpfen gegen die Hexe. Irgendwas stimmt da nicht. Als Alpha mich folterte, fragte er, was die Seeds eigentlich sind. Unsere Mama müsste das doch eigentlich wissen. Aber die Hexe Idea ist unsere Mama. So viel steht fest. Was geht hier ab? Hörst du mir zu, Squall? Ich wollte eine sagen. Ja. Ich kann verstehen, was Renoir gesagt hat. Aber trotzdem werde ich kämpfen. Ich will mein Leben nicht bereuen müssen. So denken auch die anderen, meine ich zumindest. Daher sollte uns bewusst sein, dass wir gegen Mama kämpfen. Man sagt doch, dass ein Mensch unbegrenzte Möglichkeiten hat. Aber ich glaube nicht daran. Ich hatte immer nur eine kleine Auswahl, manchmal überhaupt keine. Ich stehe jetzt hier, weil ich trotz allem immer meine Wahl getroffen habe. Daher haben meine Entscheidungen, die ich bisher getroffen habe, eine wichtige Bedeutung für mich. Klar, wir kämpfen gegen unsere geliebte Mama. Und wir können wegen der GF unsere Erinnerung nicht verlieren. Aber ich sage, na und? Ich bin nicht aus purem Zufall hier. Ich stehe hier, weil ich mein Leben selbst bestimmt habe. Und dazu kommt, dass wir alle Kinder, dass wir als Kinder alle zusammen waren. Und dann glaubst du, wenn ihr euch alle zusammen wiederfindet, einige Jahre später, dass das deine eigene Entscheidung war, ja? Aha. Wir konnten aus verschiedenen Gründen nicht zusammenbleiben. Weil wir damals noch Kinder waren, konnten wir nicht alleine leben. Es gab auch keine andere Wahl. Mehr als Wein konnten wir nicht. Ich werde mein Leben lang auf ein FF8 Remake warten. Allein dieses Haus Remake wäre schon so gut. Eines Tages, ja, eines Tages wird uns vielleicht Square beglücken. Mit einer, ja, mit dem Remake quasi. Ich glaube, ich habe mich gerade dunkler gemacht, aber ich bin immer noch voll hell. Okay. Mache ich mal noch ein bisschen dunkler. Aber wir sind jetzt wieder zusammen. Neue Kameraden, Freunde sind hinzugekommen. Wir sind keine Kinder mehr. Wir sind stark geworden. Weil wir nicht mehr wollen, dass wir auseinandergerissen werden. Deswegen werde ich kämpfen. Ich will so lange wie möglich mit euch zusammen sein. Das ist ja auch das Einzige, was ich tun kann. Ich auch. Ich werde kämpfen. Ich will mir nichts gefallen lassen. Scheiße ist, dass wir gegen unsere Mama kämpfen müssen. Je nach Situation müssen sogar die Gartenschüler gegeneinander kämpfen. Inova, das ist unsere Art und Weise, wie wir uns und unsere Freunde beschützen. Bleib bei uns, wenn du das akzeptieren kannst. Wir wollen alle, dass du bleibst. Hä?
Hey, schaut mal! Ein Geschenk der Elfen! Wir sind die Elfen. Lass uns doch zu Ideas Waisenhaus. Wie es dort jetzt aussehen mag. Vielleicht erfahren wir dort etwas. Du meinst, darüber, was mit unserer Mama passiert ist? Die Ursache liegt doch in der Vergangenheit, oder? Die können wir aber nicht ändern. Egal, was der Grund dafür gewesen war, es ändert nichts an der Lage. Aber ehrlich gesagt, will ich es auch sehen. Lasst uns jetzt zu Ideas Haus. Ihr seid alle so stark. Stark? Das stimmt nicht. Wenn wir über alles nachdenken, werden wir zu ängstlich. Ich glaube, dass sich jeder davor fürchtet. Vielleicht gibt es eine friedliche Lösung. Leute, irgendwann mal mache ich jetzt zu Final Fantasy 8 ein Fandub. Ich schwöre auf alles. Das ganze Game einfach gefandubt. Was wäre das für ein Projekt, Leute? Was wäre das für ein Projekt? Was zur Hölle? Brainlag! Wir aktivieren den mal 3 Speed. Und fahren ungefähr in diese Richtung hier. Was? Ich habe jetzt irgendwie gedacht, ich würde an einer anderen Stelle rauskommen. Hier haben wir die Forschungsinsel, aber damit können wir bis jetzt noch nichts anfangen. Leider, leider Gottes. Ja, jedes Mal muss ich noch mal ein bisschen mich orientieren. Entweder war das an dieser Spitze hier. Ja, es war an dieser Spitze hier. So, man kann ja zwar jetzt vermuten, okay, wir müssen zu Ideas Haus, müssen wir aber nicht. Wir müssen natürlich da drüben in den Garten rein crashen. Welche GF magst du am meisten? Also, das ist eine gute Frage, ja, ehrlich gesagt. Diabolos war ganz lange ein Favorit von mir. Allerdings, würde ich sagen, ja, weiß nicht, Bahamut finde ich in FF8 ist auch schon cool. Aber ich glaube, in FF8, ich fand erst Ifrit mega geil. Dann war Diabolos mein Favorit. Dann irgendwann mal Bahamut. Also, ich müsste einen von diesen drei wählen. Ich glaube, ich werde Diabolos nennen. Ich glaube, ich nehme Diabolos, ehrlich gesagt. Und deine? Schau mal, Squall. Na. Was glaubst du, was passiert? Der Feind dürfte uns auch entdeckt haben. Wenn nicht, werden wir zuerst zuschlagen. Kämpfe sind nicht zu vermeiden. Die Hexe ist doch bei denen. Ist das der finale Kampf? Bei dir sind es auch Diabolos und Ifrit. Aber der Mittelpunkt liegt eher bei Ifrit. Okay, Ifrit war echt, glaube ich, auch so wirklich lange mein Favorit. Also er ist schon echt eine coole Sau, muss man wirklich sagen. Ich hoffe ja. Was mache ich zunächst? Ich muss Anweisungen geben. Aber zu viele Anweisungen verwirren die Schüler. Oh, denk nach, wir haben keine Zeit. Triff die richtigen Entscheidungen.
So, über die Route des Gartens. Vorbereitung für den Angriff, machen wir mal. Vorbereitung für die Verteidigung. Über die Unterstufe. Über die Route des Gartens. Oder? Ja, machen wir so. Keine weiteren Anweisungen. Diese vier Sachen müssen auf jeden Fall reichen. Squall, gib jetzt die Anweisungen durch. Hier spricht Squall. Dies ist ein Notfall. Hört bitte gut zu. Wir werden gleich mit den galbadianischen Truppen konfrontiert. Den Kurs des Gartens gerade halten, um vorhergesehene Zwischenfälle zu vermeiden, die Geschwindigkeit auf 50% reduzieren. Schwertkämpfer der Klasse 2 zum Radparkplatz. MG-Lizenz Klasse 3 zum Außendeck im zweiten Stock ohne Bereitschaft. Vergesst nicht, euch aufzuwärmen. Sie werden wahrscheinlich versuchen zu entern. Wir riegeln das Tor und den Schulhof ab. Schüler, deren Einsatznummer mit 8 enden, kümmern sich um die Unterstufe. Das waren zu viele unnötige Anweisungen. Halt dein Maul nieder! Halt einfach dein Maul! Vielleicht das mit der Route des Gartens, aber sonst... Ah, vielleicht hätte ich einfach nicht über die Unterstufe quatschen sollen, oder? War da gerade relevante Informationen? Kein Plan. Wirst du dich mit Severus battlen, aber sowas von? Im Kampf werden wir viele nervöse, werden viele nervös. Bitte nur das Nötigste mitteilen. Das ist gemein, Squall! Ja, ich hätte, glaube ich, nur drei Sachen picken dürfen. Ich glaube, die Route des Gartens, Angriff und Verteidigung, diese drei Sachen waren es, aber naja. Auf jeden Fall werden wir Severus battlen. Auf jeden Fall. Ich gehöre doch auch zu euch. Ja, sorry. Was bedeutet das? Warum? Ich gehöre doch auch zu euch. Hat er sich ausgeschlossen gefühlt in der Ansage oder was? Hey, ich bitte dich. Hä? Fuck. Was ist dein Problem? Halt dein Maul. Garten vs. Hexe, die letzte Runde. Jetzt geht's los. Und was sollen wir konkret tun? Wir werden einzeln die anderen Schüler anweisen. Wenn Cell da ist, fangen wir an. Ach, Cell schläft wahrscheinlich. Er sagt, er hätte seit Tagen nicht mehr geschlafen. Ach ja, die eine Sache? Wovon redet ihr? Ist geheim. Was ist hier los? So lange können wir nicht warten. Ich werde in den Schulhof gehen. Mit mir kommen. Na, wollen wir Irby dabei haben? Komm, wir gehen mal mit den Damen los. Hallo! Hallo Ika, ich grüße dich. Irvine, du suchst Cell und führst die Truppe am Haupttor an. Okay. Es ist noch Zeit, bis es soweit ist. DGF braucht ihr noch nicht. Wir gehen in den Schulhof. Kommt alle mit. Auch an dich, Ika. Einen lieben herzlichen Dank für deinen Kommentar unter meinem neuen Video. Hey, was wird aus Renoir? Renoir. Ich überlasse es euch. Geht einfach ab. Einfach. Bester Soundtrack. Was ist mit euch? Feuereinheit Level 3. Kadett. Selbe Feuereinheit Level 1. Trainee. Ich bin von Sanitätstrupp A. Ihr beide aufs Deck. Du nach unten zur Verteidigungseinheit. Verstanden. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, es macht gar keinen Unterschied, wenn man die Leute anquatscht und sagt, was sie tun sollen. Was ist deine Kategorie? Anwärter Level 2. Indirekter Zauber. MG-Qualifikation 1, Klasse, also erste Klasse, also wahrscheinlich Seed-Level. Alles, also im Zweifelsfall, wenn man keine Ahnung hat, was irgendwas macht, Seed-Level steigt, auf jeden Fall. Dein Posten ist das Deck, da vorne. Danke, Sir. Squall hat einfach den Plan. Auf deinen Posten. Ich bin zu spät, bin zu spät. Ja, Sir. Bin ich aufgeregt? Kann ich ja auch noch Befehle geben eigentlich? Nein, ich bin zu aufgeregt. Wenn du aufgeregt bist, verlierst du 20% Stärke. Alles klar. Weiß Bescheid. Weisheiten. Sei nicht unachtsam, du verbrennst dich sonst. Tja, so ist das, ne? Ja, ich hoffe, euch geht's allen gut soweit, Leute. Ich glaube, danach hatte ich noch gar nicht gefragt. Wie unverschämt von mir.
Jedes Mal. Ich werde jedes Mal irgendwie getrollt. Wie war das nochmal? Wir werden zwar beim zweiten Stock rausgelassen, wir müssen aber immer in den ersten Stock gehen zunächst, oder? War doch so. Stimmt, so war das, klar. Wir sollen ja zum Schulhof gehen. Also, das ist richtig... Ah, Trollerlol. Ja, vielleicht ist das wirklich so gemacht, um die Leute einfach hier so rumzuschikanieren. Rumzuschicken. Du geh dahin, du geh dahin, du mach das, du mach jenes. Du hast doch das Kommando über die Einheit im Schulhof, Squall. Wir werden später dorthin gehen. Alles Gute. Lol, ich hab random einfach in demselben Moment, als ich hier nach links durch den Screen gehen wollte, X gedrückt und hab dann mit der Frau gequatscht. Ich war gerade voll irritiert. Mir geht's gut soweit. Prima. Und selbst? Yo, mir auch. Mir geht's auch super. Naja, okay. Also meine Nase ist noch ein bisschen zu, aber, ich glaube, ab morgen bin ich auf jeden Fall über dem Dampfer, du. Ich hoffe, dass es nicht backfeiert. Ich wollte heute Abend ein bisschen einheben. Aber nur ein bisschen. Alle herhören. Das ist bestimmt unser letzter Kampf. Wir müssen unbedingt gewinnen. Hey Squall, ich werde hier die Stellung halten. Ich dachte, du schläfst. Naja, ich habe deine Ansprache gehört und bin gleich aufgesprungen. Ich habe eine gerade Einsatznummer. Die Stellung hier ist doch okay, oder? Hör zu, Squall. Komm mal kurz her. Du hast doch einen Ring. Ich weiß, es ist ein schlechter Zeitpunkt, aber, was ist? Ah, schenkst du mir den? Nein, leih mir einfach. Also, ich werde ihn nicht verlieren. Also, was ist? Was hast du vor? Ach, nichts Besonderes. Leihen mir einfach. Was zum... Das ist mein Lieblingsring. Naja, ausleihen kann ich ihn schon. Oh, Viar hat russische Akzent aktiviert. Na, das können wir machen. Ist gar kein Problem, Viar. Verliere nicht. Danke, Squall. Jetzt kann ich mein Gesicht wahren. Renoir wird sich auch freuen. Renoir? Okay, Squall. Ich werde die Stellung hier halten. Sel, wo warst du überhaupt? Ich werde mitkämpfen. Ich will nicht nur beschützt werden. Wenn ich dadurch jemanden beschützen kann, will ich ebenfalls mitkämpfen. Das sollte das letzte Mal sein, dass hier Kämpfe stattfinden. Aha, okay. An dieser Stelle hier könnte der Feind eindringen. Eine wichtige Verteidigungsstellung. Müssen wir mal gucken, wie wir machen, okay? Ich muss kämpfen, sonst werde ich nicht akzeptiert. Sei aber vorsichtig. Okidoki. Squall, komm bitte zurück auf die Brücke. Ich hab was für dich. Sel, halt hier alles beisammen. Yeah. Ich bin doch die Russenhocke jetzt. Schau. Meine Emotes wurden bestätigt. Das sind deine Emotes. Ika. Bля, du hast ja richtig schöne Emotes. Aber warum hast du drei? Ich hab nur zwei und du hast drei normale. Wie du machen das? Bist du fucking Hacker oder was? Oder hast du schon 15 Subs? Irgendwas nichts gut, Ika. Warum du haben das? Ich habe nicht. Nichts gut. Nichts gut. Also für dich gut, für mich ist nichts gut. Seifer, befehle ich die feindlichen Truppen. Das wird ein Frontalangriff. Kurs halten. Da weiter. Achso, die anderen beiden sind Stufe 2 und 3. Ah, okay. Ich verstehe.
Aber ich habe irgendwie auch eine Stufe 2, oder? Mist, wir kollidieren! Nach rechts! Ich such's gerade, ehrlich gesagt. Zuschauerbelohnungen, Emotes. Stimmt, ich kann auch ein Stufe 3 Emote machen, du hast recht. Du hast recht, ja. Ja, theoretisch geht das schon. Man kann aber auch noch Emotes machen für Bits, ne? In der Theorie. Hier, ich guck mal gerade, Streaming Achievements, Leute. Mir fehlen noch 39 Stunden. Dann habe ich insgesamt 500 Stunden gestreamt hier auf Twitch. So ist das. Oh, shit. Guck mal, chatte ein wenig. Ich bringe 15 Zuschauer dazu, gleichzeitig am Chat teilzunehmen, um zusätzliche VIP-Abzeichen freizuschalten. Da fehlen mir 3. Okay. Läuft wie ein Uhrwerk. Stream innerhalb von 30 Tagen an 25 verschiedenen Tagen. Yo, Bruder. Also ich habe schon 15 von 25. Also da gab es schon mal einen Monat, da habe ich fast jeden zweiten Tag gestreamt, schätze ich mal. Ja, ist aber, wir brauchen ein bisschen, um dran zu kommen. Erreiche innerhalb von 30 Tagen einen Durchschnitt von 10 Zuschauern. Ah, ich bin da gerade bei 5. Ah. Ja, und so weiter und so fort. Moment, komme ich auf meine Seite zurück. Da bin ich. Der Feind ist jetzt im Anflug. Einheiten auf dem Schulhof. Aufpassen. Lauf nach links. Wir müssen sie gleich zu Beginn abfangen. Vergiss nicht, die Jeff zu koppeln. Ich will aber nicht nach links laufen, Leute. Aber ich will auch so ein Moped haben. Hallo. Hey. Nimm ihn nur. Ich hab's von Squall. Ich werde dir das gleiche machen. Warte also so lange. Wie hast du ihn überzeugt? Hm? Ich hab nur gesagt, dass er es mir leihen soll. Bin gleich wieder da. Muss eben telefonieren. Alles klar, Kiri. Cooles Teil, aber zu groß. Du willst ihn doch nicht tragen. Komm jetzt. Ich bleib einfach mal hier stehen. Aber krass, dass Cell einfach so selfish ist und nicht so Rinoa so mitnimmt, so nach dem Motto. Ah, diese schönen braunen Strähnchen in den Haaren, ne? Ha! Nein, ich komm nicht ran. Ach, was? Komm, bemühe dich mal ein bisschen mehr hier. Lass uns was Langes suchen. Haha, also, ich müsste doch. Durchhalten, wir sind gleich zurück. Scheiße, gibt's denn nichts, was wir tun können? Hier wird ja wohl irgendwo ein Seil rumliegen, oder? Kann ja nicht so schwer sein. Bam, bam, barara, bam, bam, barara, bam, barara, bam, barara, bam, bam. Pow! Gravit! Gemacht! So, wir boxen die mal schnell hier weg. Also relativ schnell meine ich natürlich. WTF! Wie viel Schaden machen die denn? Ich muss ja Angst haben vor den Soldaten. Habt ihr gesehen, wie viel die ausgehalten haben? Ja. Wir verstehen uns. Moment. Könnte böse enden hier gleich.
Besser ist das. Safe ist safe. Und Ika, weißt du jetzt schon, wann du mit deinem Marathon anfängst? Morgen vielleicht sogar? Zwoll, der Feind kommt vom Haupttor. Ich glaube, heute wolltest du nicht. Nee, gestern wolltest du nicht. Gestern wolltest du nicht. Jetzt frage ich bewusst sogar nach morgen, einfach nur, weil ich heute nicht kann. Jo, guck mal, was für eine bunte Truppe. Wann sieht man schon diesen Anblick hier? Alter, die machen voll viel Schaden. Ika, Schatzi, bist du noch da? Upsi, Asi. Ah! Oh mein Gott! Nein! Ah! Ist Splittermunition besser als Endmunition? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass Splittermunition aufsplittert. Do it! Oh shit, I'm so dead. Oh no! Ich hab nicht aufgepasst! Yes! Yes! Jetzt hätte ich wieder Zeit dafür. Wollte eigentlich schon vor 2 bis 3 Tagen angefangen sein, aber ich habe mit einem Kumpel ein Koop-Spiel gespielt, was wir jetzt durchhaben. Ja, ich weiß, deswegen wolltest du ja gestern, glaube ich, nicht, weil ihr dieses Game gefunden habt. Nein! Ah, yo! Genau! Ist das schlecht? Ist das schlecht? Oh! Nice, Ika. Ja, okay, fang an, wann du damit willst, ne? Also, lass dich nicht von mir aufhalten. Aber lass dir eins gesagt sein, ich habe heute leider keine Zeit. Shit! Lol, das war jetzt so dumm. Ah, okay. Wann denn? Um wie viel Uhr? Weißt du schon? Jetzt kann es sogar passieren, dass wir einfach gar kein Random Battle bekommen. Ja, bekommen wir auch nicht, ne? Oh, wie schlecht. Hey, Squall! Renoir ist... Sieht nicht gut aus. Scheiße. Hörst du mich, Squall? Die Klassenräume werden angegriffen. Dort sind Schüler von der Unterstufe. Sie brauchen schleunigst Hilfe. Der Feind. Er dreht bei. Squall, denk an Renoir. Ich weiß. Renoir ist aber nicht die Einzige, die in Gefahr ist. Finde ich aber nicht nett, Squall. Renoir ist doch... Ah, ich muss 3 Gruppen bilden. Wer soll in meine Truppe? Ich nehme die Weiber mit. Frauen. Irvine, du bleibst hier bei Shu. Okay. Selfie und Quizzes kommen mit mir. Wir gehen zu den Klassenräumen. Müssen wir mal vorsichtig sein. Manche fassen das ja heutzutage so wirklich als Beleidigung auf. Wie ich das natürlich nicht meine, aber naja. Und Cell, überleg dir, wie wir Renoir retten können. Du holst sie auf jeden Fall da raus, okay? Yeah! Yeah, Garden Sumo Battle, Leute! Hallo, gehst du mal raus zur Map? Dankeschön. Würde wohl so gegen 12 machen. Okay. Ich versuche bis dahin zu Hause zu sein. Ich übernachte nämlich nicht zu Hause.
Aber kriegen wir hin. Ich bin jemand, der, wenn ich woanders penne, dann will ich mal, wenn ich morgens früh aufstehe, immer so schnell wie möglich nach Hause. Also, lässt sich bestimmt organisieren. Schultercheck! Bam! Body Slam! Ups, ich habe den Trigger vergessen. Okay. Ich weiß zwar nicht, wie diese Kante Squall verpassen kann, aber egal. Ich fange eh mit einem Film an und dann erst BBS. Ah, okay. Mit BBS fängst du an. Cool. Ist BBS einer deiner Lieblingsspiele bei Kingdom Hearts? Oder wie kam es auf BBS direkt? Lol. Ach, ich spiele nach Reihenfolge. Okay. Lol, ich habe einen Dreifach-Blitz gehabt. Das ist mir gerade gar nicht aufgefallen. Voll strong. Ich habe gedacht, ich hätte einmal gehabt. Ja, war auf jeden Fall eine gute Entscheidung, einfach Selfie mitzunehmen. Die geht schon ab, ne? Habt ihr gesehen? Die macht die easy und so. Ja, okay, Quiz ist heilig mal nicht voll. Squall, schnell zu den Klassenräumen. Okay, bevor wir das machen, speichern wir nochmal ab. Safe is safe. So, da bin ich wieder. Welcome back, Kiri. Ich hoffe, du hast alles klären können. Mein Gott, das Haar, das geht mir schon die ganze Zeit auf die Nerven. Ich hab die Haare schön. Oder auch nicht. WB Kiri, genau. Klar, war nichts Weltbewegendes. Nur kurz was mit meiner Magen klären. Okay. Okay, Leute, let's go! Beseitigt jeden hier. Das werdet ihr sein lassen! Selfie so, nö! 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 Tupanga, nö! Das könnte interessant werden, Leute. Moment. Ich warte gerade, ich weiß noch nicht worauf, Weihnachten. Ich traue mich fast gar nicht anzugreifen. Okay, wisst ihr was? Einfach drauf da. Okay. Mikroraketen geht nur auf einen, ne?
Visionator auch nur auf einen. Feuriger Hauf geht auf alle. Mundgeruch. Okay, wir probieren mal Mundgeruch aus. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht. Feuriger Hauch wäre aber, glaube ich, auch voll in Ordnung gewesen. Ja! Ich würde sagen... No problem! Die sind ja voll im Arsch, die Gegner. Was sollen die denn jetzt noch machen? Der eine steht noch und denkt sich so, nö! Ja, Mundgeruch. Oh, oh, kann man machen. Ist okay.